In vielen Bundesländern sind ja gerade Herbstferien. Ich persönlich finde, das ist genau die richtige Zeit, um noch ein bisschen Urlaubsfeeling zu tanken. Und genau das versprechen die Erlebnisbäder mitten bei uns in Deutschland. Wir testen deshalb das größte und das neueste Erlebnisbad. Zwei Familien und mein Kollege Peter Giesel finden heraus, welcher Park hat mehr zu bieten und wer kommt mit seinem Kurzurlaub inklusive Essen und Übernachtung am Ende günstiger davon. Wer die sommerlichen Temperaturen im Park, am See oder auch auf dem Campingplatz mit einem gemütlichen Grillabend abrunden möchte, der macht das am besten mit einem tragbaren Minigrill. Deshalb testet mein Kollege Stefan Ziemann mit drei Grillfreunden Modelle zwischen 25 und 129 Euro. Laut Hersteller sind die ganz leicht transportierbar und auch sehr schnell aufgebaut. Aber stimmt das? Danke. Hier bei Quiz mit Biss könnt ihr bis zu 4.000 Euro gewinnen und wir starten mit unseren Top 10. Das bedeutet, ich stelle euch eine Frage und ihr sollt mir im besten Fall natürlich die richtigen Top 10 Antworten dazu liefern. Bei Quiz mit Biss, da geht es jetzt im Finale natürlich um eine ganze Menge Geld. Ihr Lieben, der Gewinner darf das Geld mit nach Hause nehmen, der Verlierer geht allerdings leer aus. Schaut mal bitte, wollt ihr lieber spielen? Kleine Fische oder großer Durst? So, jetzt darfst du schon mal die Soße probieren. Also, die muss noch kochen, aber nur mal so, dass du weißt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Oh. Das ist ja wie ein Nachtisch, wie ein tomatiger Honignachtisch. Das schmeckt ganz köstlich. Ganz köstlich. Muss ich leider sagen. Haben wir Glück gehabt, oder? Gut gemacht. Ja, Glück. Boxtraining ist wirklich das Anstrengendste, was ich jemals mitgemacht habe. Und es ist auch echt schwierig, weil man muss alles miteinander vereinen, ne? Die Koordination sozusagen. Also, der Kopf macht ganz viel, dann braucht man richtig viel Ausdauer. Und ich glaube, ich habe auch noch nie an einem Tag so viel Fett verbrannt. Will ich, dass es jetzt beginnt? Ich kenne den Song nicht und ich weiß, es ist falsch. Ich merke deine Eifersucht, ich kann das verstehen. Denn ich, dieses Hühnchen und der Thermomix, wir sind einfach das perfekte Trio. Oh nein. Wir können noch verschwinden und das hat was mit Zukunft zu tun. Und Punkte für uns. Nein, das kann ich wirklich beim besten nicht kennen. Mundgerechte Stücke. Mach mal einmal kurz den Mund auf. Ist das nicht mundgerecht? Ah, passt, ja, dann ist gut, dann ist gut. Ich hab jetzt nicht so groß, weißt du, Mundgerechte Stücke. Die gehen ja meistens noch ein. Das ist ja wie mit der Wäsche, das läuft ein, das passt ganz prima in meinen Mund. Aber nur wenn du wäschst, geht die Wäsche ein. What is the challenge to beat James Bond? I mean, I just have immense fun playing it. Do you have a favorite scene? The opening sequence, yes. So what is happening? You'll have to go and see it. We will. Thank you very much. Ich bin tatsächlich sehr aufgeregt. Das ist eine große Überraschung, denn man konnte sich bewerben. Man kann heute hier live heiraten auf dem roten Teppich. Aber du bist ja wirklich auch ein sehr emotionaler Mensch. Und es geht in deinen Filmen oft um Liebe, eben Freundschaft, Familie. Immer. Ja. Genau. Und was ist die spezielle Botschaft jetzt von die Hochzeit? Dass es wichtig ist, offen zu bleiben, auch wenn man enttäuscht wird von Menschen. Das ist ein besonderer Moment. Wir sind ein Team. Wir sind eine Gartenfamilie. Marzana, bereitet euch auf den Ruhm vor. Es ist Pflanzzeit. Hallo ihr Lieben, ich stelle euch heute meine Komm mal runter Maske vor. Ja? Und da kommt rein Quark, Kakao, Honig und meine Geheimwaffe
Kokosöl. Seid ihr glücklich? Oh, wie? Aber ein bisschen kaputt auch, oder? Alle freuen sich, das ist gut. Ihr Lieben, das war's bei Projekt Wunschgarten von Obi. Ich sag tschüss und bis bald.